Ja, Uwe Schneidewind. Wir sitzen hier im Rathaus. Das ist dein Arbeitsplatz. Du warst vorher wissenschaftlich tätig, bist du sicherlich im Geheimen auch immer noch oder vielleicht auch offiziell. Jetzt bist du in der Politik und deswegen treffen wir uns heute hier. Und wir wollen über Klimamachen sprechen. Also die Frage, wie sozusagen das Innere und das Äußere, also wir als Menschen mit allem, was wir machen, das Denken, das Fühlen und das Umsetzen, wie das sich dann im Äußeren sozusagen als das äußere Klima widerspiegelt. Und da ein bisschen einsteigen im Gespräch, vielleicht in einem gemeinsamen Dialog, wie erleben wir diesen Prozess des Klimamachens, welche Fragen haben wir da, was haben wir vielleicht auch für Visionen für vielleicht sogar auch das globale Klima. Mich würde einfach als Einstiegsfrage interessieren, wie nimmst du den Wechsel wahr aus der wissenschaftlichen Arbeit zu jetzt sozusagen einer politischen, vielleicht auch einer stark organisatorischen, wo du mit vielen Menschen in der Stadt auf unterschiedliche Weise zu tun hast. Ich bin selbst Künstler, das heißt, ich arbeite auf meine Art und Weise und ich bin neugierig, was du da erlebst, auch zwischen den Feldern. Ja, ich glaube, jetzt als Wissenschaftler und auch als Künstler, das spielt ja in der Frage eigentlich auch der eigenen Zeitregime, ist eine große Rolle, dass so Resonanz- und Reflexionsräume da sind, ne? Also auch Beobachtungsräume. Ne? Man schaut auf Dinge, lässt sie auf sich wirken, sortiert sie, ordnet sie ein und verarbeitet das dann in einer ganz bestimmten Form. Und diese spezifische Form der Rhythmik, die ist natürlich jetzt in so einem Oberbürgermeisterjob komplett anders. Ne? Also wenn wir über Klima machen heute sprechen, das ist sehr viel stärker machen. Ne? Also der Tag eines Oberbürgermeisters ist in einer hohen Dichte durchgetaktet. Und das heißt, diese Reflexionszeiten und Räume reduzieren sich gewaltig. Ne? Und das ist in der ganzen Art, wie man sich auch selbst organisiert, natürlich eine gewaltige Umstellung. Weil der Umgang auch mit dieser reflexiven Dimension für einen als Person eine wichtige Rolle gespielt hat, auch ein wichtiger Anspruch war. Und das muss man dann zum Teil wirklich ganz neu justieren, gerade wenn man sehr komplexe Veränderungsprozesse vor sich hat. Das ist ja nicht dann einfach eine Blaupause, das hat man A, B, C so umzusetzen und jetzt geht es nur um Machen, sondern da entstehen ja immer wieder neue Herausforderungen, neue Probleme, die man neu einordnen muss. Und das war mit die intensivste Umstellung, also diese ganz andere Rhythmik und Durchtaktung, die diese Aufgabe mit sich bringt. Was wünschst du dir von dem Kultursektor? Also, weil da ist ja im Prinzip ganz viel von diesem Freiraum. Also das ist ja im Prinzip auch eine Praxis, die da täglich geübt wird. Wenn man die Musiker anschaut, da wird ja geübt. Das ist sozusagen der Hauptberuf und dann kommt es zu einer Aufführung. Ja? Jetzt klingt es so, als wärst du hauptsächlich am Aufführen. Ja, und das ist eben das Dilemma. Ne? Man führt nur noch auf und man übt kaum noch. Ne? Ja. Und dieses Üben ist aber natürlich extrem wichtig, um sich weiterzuentwickeln, ne? Um wirklich auch neue Qualitäten zu erzeugen. Und ich glaube, das macht den künstlerischen Sektor so zentral. Also wir brauchen Räume, in denen geübt werden kann, ne? In denen neue Perspektiven, neue Qualitäten entstehen, auch neue Beobachtungen, die dann in die Gesellschaft zurückfließt, wo in vielen Bereichen nur noch aufgeführt wird. Ne? Damit darüber über dieses Zusammenspiel dann auch die Gesamtaufführung von Gesellschaft besser werden. Ja. Mal doch mal ein Bild, einen Wunschtraum von einer Zusammenarbeit, wo dieser Freiraum eben zwischen Kunst und Stadtpolitik gestaltet wird. Also ich meine, wir haben ja hier in Wuppertal selber durchaus ganz viele Beispiele, wie das hochproduktiv funktionieren kann. Also wir haben ja eine sehr intensive freie Szene und hatten jetzt lange auch ein bundesgefördertes Soziokulturprojekt, wo also Künstlerinnen und Künstler hier im Wuppertaler Osten, in den Stadtteil immer wieder über künstlerische Maßnahmen intervenierten und damit plötzlich Kommunikationsräume schafften zwischen Menschen in diesem Stadtviertel, die sonst einfach immer nur aneinander vorbeigingen, sich kaum wahrnahmen und über diese künstlerische Intervention ein gewaltiges, anderes Miteinander, aber auch eine Perspektiverweiterung erfuhren und auch eine Identität plötzlich entwickelten mit dem Stadtteil in ihrer ganzen Vielfalt.
Dann, ich meine, eines unserer am weitesten ausstrahlenden Projekte ist hier oben der Utopia-Stadt-Campus. Auch diese, allein schon diese Selbstbeschreibung als andauernder Gesellschaftskongress mit Ambition und Wirkung. Also das ist ja eine Rahmung, die in sich ja schon was Sprachästhetisches hat, weil sie ganz, ganz viel völlig andere Planungslogik transportiert, aber eben mit Ambition und Wirkung. Ein andauernder Gesellschaftskongress, ich schaffe einen Diskurs, einen Zusammenarbeits- und Kooperationsraum für weit über 300 Freiwillige, aber nicht als alleinigen Selbstzweck, sondern als etwas, was Ambition und Wirkung im Hinblick auf eine künftige Stadtentwicklung erzeugt. Und diese Form völlig unterschiedlichen Modus, des dezentralen, kooperativen Miteinanders, des kreativen Miteinanders zu koppeln mit einem Veränderungs- und Gestaltungsanspruch in der Stadt, das ist aus meiner Sicht so ein idealtypisches Zusammenbringen dieser unterschiedlichen Logik, künstlerischen und jetzt klassisch planerischen und gestaltenden Stadtbauens. Und diese Form des kreativen Stadtmachens, also Räume zu erzeugen, die den Raum für Kreativität und kreative Intervention lassen, den haben wir eben auch an vielen anderen Orten. Also von daher ist Wuppertal eigentlich schon ein guter Standort für diese Crossovers, die dann sowohl für die Stadtentwicklung, aber auch für die künstlerische Kreation, glaube ich, einen Mehrwert bedeuten. Jetzt haben wir auch das globale Klima. Also du hast gerade Stadt machen gesagt, das finde ich total gut. Ne? Jetzt könnten wir auch fragen, Klima machen, also Klima machen als globale Gemeinschaft. Wir sind ja auch in der Mitte von den SDGs, also den Nachhaltigkeitszielen der UN. Wo hast du das Gefühl, kommen wir irgendwie als Akteursgemeinschaft irgendwie an schwierige Punkte, also wo wir irgendwie an eine Grenze kommen, wo es nicht weitergeht, und dann gleichzeitig, wo siehst du Potenziale, dass wir eben ein Klima gestalten können, das gesund ist? Ich meine, die Grundherausforderung, wenn man jetzt über Klima machen spricht, ist ja die Tatsache, dass die Logik und auch die Orientierung des Machens lange Zeit komplett entkoppelt war von den Klimafolgen. Also wir haben Klima gemacht, aber nicht als intentionales Produkt, weil wir sagten, na toll, irgendwie ist es ziemlich kalt hier auf diesem Planeten, wäre irgendwie super, wenn das jetzt 2-3 Grad im Durchschnitt wärmer wird. Jetzt fangen wir mal an, eine umfassende globale Ökonomie zu entwickeln, möglichst viele fossile Brennstoffe zu verbrennen und plötzlich ist es dann 3 Grad wärmer. Das wäre ja ein intentionales Klimamachen. Sondern was wir gemacht haben, ist das Ziel, eine Gesellschaft zu bauen, in der ich die Idee von Wohlstand möglichst vielen Menschen global zukommen lasse. Ich habe Ökonomien gebaut, die immer produktiver wurden, die sehr klug sozusagen Produktivitäts- und ökonomische Reserven genutzt haben. Und dazu gehört es eben, dass es einfach günstig war, fossile Brennstoffe zu verbrennen. Und haben dann gemerkt, dass als eigentlich unbeabsichtigter Seiteneffekt auch dabei das Klima anders gemacht wurde. Und jetzt kommen wir in die herausfordernde Situation, wie verändere ich eigentlich diesen gewaltigen und hocheffektiven Machensprozess, der auf was völlig anderes gerichtet war, so, dass er auch Klima in der produktiven Form macht und nicht mehr nur als unerwünschten und viel zu massiven Nebeneffekt. Und das greift natürlich unmittelbar in den Maschinenraum dieses Machens ein, weil dieses Machen war ausgelegt auf ein reines Erzeugen bestimmter Formen ökonomischen Wohlstands, auf das Nutzen jeglicher Kostenvorteile in globaler Arbeitsteilung und war darin total erfolgreich. Und jetzt heißt es, nee, ihr müsst an bestimmten Stellen aber in gewissem Maß ineffizienter und unproduktiver werden, weil es darum geht, Klima- und ökologische Kosten einzupreisen. Und das löst natürlich ganz viele Optionen aus. Da verändert sich der Business Case für Unternehmen, es wird an vielen Ecken teurer, Menschen müssen ihre Gewohnheiten verändern, wenn ich jetzt an die Mobilitätsdebatte denke. Und also so eine gut funktioniert und eingespielte Maschine, die eigentlich in eine völlig andere Richtung unterwegs war, so umzusteuern, da knirscht es dann an ganz, ganz vielen Ecken. Ich finde es das spannend, dass das dass das Klima eigentlich immer sozusagen zeigt, was wir machen, immer eine ganze Weile später. Das ist sozusagen die Herausforderung. Ich glaube, wir müssen irgendwie so ein Denken entwickeln, was so große Zeiträume überspannen kann. Ja gut, das ist natürlich auch nochmal
Ja, ein hochinteressantes Spezifikum, weil es ist ja gar nicht so, dass wir selbst auch zeitverzögert das so unmittelbar spüren, sondern die Klimaeffekte sind ja überhaupt erst möglich geworden durch diese gleiche ausdifferenzierte Gesellschaft, die auch ihre wissenschaftlichen und technologischen Apparate ausgebaut hat. Also die Tatsache, was da klimatisch passiert und was uns eigentlich in 100, 150 Jahren dann in aller Massivität droht, weil da werden wir dann sehen, wenn die Meeresspiegel 1,50 Meter, 2, 3, 7 Meter höher sind, aktuell, und das wird ja auch zum Teil von Populisten dann genutzt, sagt man ja, man so Wetterphänomene, die wir immer hatten, also da vermittelt sich etwas, was wir nur durch unseren differenzierten Wissenschaftsapparat in der Form erkennen können, dennoch nehmen wir es als hochrelevantes Element in dem Umsteuern wahr. Ne? Das ist ja eine ganz andere, nur indirekte Vermittelbarkeit und das macht es so schwer. Also wenn ich mich ungesund verhalte und merke, am nächsten Tag fühlt mich auch nicht so gut, ne, dann hat das... Ja. Sind das unmittelbare Feedbackschleifen? Hier ist das ja auf beiden Ebenen. Es ist zeitverzögert, es ist nur über Wissenschaft zurückgemeldet. Es ist ein ganz schwieriger Resonanzraum, der sich da organisiert. Ne? Aber auch wieder spannend, weil sozusagen dieses ganze Zeitalter, das du Maschinen, das Handeln oder das Machen genannt hast, ne, das hat ja auch dazu geführt, dass das Bewusstsein dadurch entsteht. Also die Wissenschaft ist ja auch durch dieses... Ja, absolut. Ne, also es ist irgendwie was sich gegenseitig bewirkt. Ich finde es jetzt sehr spannend, dass wir dann aber immer aufgerufen sind, also sobald dieses Bewusstsein entsteht, merkt man, okay, es werden jetzt eigentlich Art und Weisen, also das How, wird jetzt irgendwie von uns gefordert oder eingeladen vom Zustand der Welt, dass sich das irgendwie mit Gesundheit zu tun halt hat oder also mit Zuhören, mit auch mit sich berühren lassen vom Zustand der Welt, also so eine Sensibilität, also im Prinzip auch viele Fähigkeiten, die gebraucht werden, aber die im Prinzip auch sehr, sehr wünschenswert sind. Also zum Beispiel das Thema Machen. Da ist ja sozusagen jetzt was ansteht, ist ja das Thema Emergenz. Also dass wir auch jetzt nicht mehr nur machen, sondern dass wir uns irgendwie in diesem Machensprozess so zurücknehmen, dass die Sache selbst eine Möglichkeit hat, sich zu entwickeln. Und zwar auf die Weise, die für sie selbst gesund ist. Also dass ich, ja. Ja, die, also ich meine, das ist... wirklich ja immer ein ganz schmaler Grat, also welchen Bereichen man da wieder so eine Selbstentwicklungsfähigkeit dann auch gibt. Wir laufen natürlich auch oft dann manchmal in so eine Falle, zu stark zu nostalgisieren. Also das ist... ich finde deswegen auch dieses Resonanzkonzept, der Soziologe Hartmut Rosa hat das sehr, sehr intensiv entwickelt, wichtig, weil auch ein rein natürlicher, urwüchsiger Raum, ne? Also wo du als Mensch den ganzen Wirrnissen, Bedrohungen von Natur ausgesetzt bist, ne? Das ist ja kein Raum, in dem eine wirklich produktive Resonanz entsteht, ne? Sondern das ist ein ständig Angst haben, dass man nicht weiß, wie man die nächste kalte Nacht überträgt, ob der Säbelzahntiger jetzt gerade aus dem Busch springt, ne? Wie man sich ernähren soll. Ja. Und wir kommen eben jetzt aus einer Welt, in der wir das massiv zurückgedrängt haben und eben merken, oh, da ist was verloren gegangen. Ne? Also da haben wir ganz bestimmte Resonanzen, die auch wichtig sind, ne? Sich immer wieder auch der Eigensätzigkeit von Natur auszusetzen und zu spüren, dass sich nicht alles rational reduzieren lässt. Aber müssen eben höllisch aufpassen, jetzt ins andere Extrem zu verfallen, ne? Sondern es geht am Ende um eine Frage kultivierter Gestaltung dieses Planeten im Zusammenspiel von Mensch und Natur. Ja. Und zu sehen, durch welche Formen jetzt das Natürliche lasse ich mich auch wieder anstecken und inspirieren. Ne? Finde ich total gut, weil dann kann man irgendwie auch differenzieren von dem Menschen als der Planetenzerstörer-Narrativ zu der Mensch als positiver ökologischer Faktor, der er ja tatsächlich auch ist, also sein können. Ne? Wenn man auf die Kulturlandschaft schaut, dann war ja da, wo der Mensch am aktivsten war, also in der kleinen bäuerlichen Landwirtschaft, ne? Wo Familien alles
irgendwie geprägt haben, was an Landschaft da war, da ist die größte Biodiversität gefunden worden. Und das heißt, der Mensch hat eigentlich ja total dieses Potenzial zum positiven Weltgestalter. Ja, ich meine, da sind wir natürlich jetzt mittendrin, mit welchem Menschen und Weltbild man an diese Dinge herangeht. Ne? Das wird dann ja sehr schnell auch sehr transzendent und auch metaphysisch. Ne? Also ich selber bin ja dann auch sehr, sehr stark christlich geprägt und da löst sich das dann ja in einer bestimmten Form auch gemeinsam im positiven Sinne auf, ne? Dass man eben spürt, das, was sich in Natur manifestiert, aber was sich in jedem anderen manifestiert, ist das eigentlich das Teilhaben an einer sehr viel größeren, dann auch göttlichen und metaphysischen Idee. Ne? Und du merkst, in einer faszinierenden Form wirst du da einer Ordnung, einer Qualität gewahr, die sich gegenüber Natur, auch jedem Geschöpf und aber insbesondere den Mitmenschen dann auch ausdrückt. Und dann ist das automatisch auch eine Einheit, ne, die auf der einen Seite dann dieses innere Gebot mit sich trägt, dieses Miteinander in der guten und produktiven Form zu gestalten und auf der anderen Seite den Menschen in diesem Gefüge schon nochmal einen besonderen Stellenwert gibt, weil sich in ihm überhaupt diese Form der Teilhabe und des Erkennens in einer bewussten Form dann auch manifestiert. Ne? Deswegen finde ich das so spannend, darüber nachzudenken, wie stehen wir in diesem Prozess zwischen innen und außen oder wie können wir uns erleben als Individuum, jeder Einzelne von uns, als Klimamacher. Ne? Also, weil das sind wir ja auch in dem Bild, was du gerade gegeben hast, da stehen wir ja voll drin. Und wir haben es gemerkt, vielleicht auch, weil wir irgendwie so oder solche Welt- und Selbstbilder hatten von uns als Menschen. Aber es ist eben auch möglich, da sich anders reinzustellen. Und ja, da frage ich mich, was für eine... Ja gut, ich meine, das ist wirklich, weil man das ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen auch zu personalisieren ist. Man kann das in diesem sehr unmittelbaren individuellen Bereich sozusagen dann wahrnehmen, denn du bist durch dein tägliches Konsumverhalten, deine Verhaltensmuster, strahlt natürlich was unmittelbar in den umgebenden Raum ab. Ne? Also wie viel Verpackungsmüll du hinter produzierst, wie viel Energie du verbrauchst, jetzt sowohl in deinem Haus, auch in der Art, wie man sich bewegt, in was für Umgebung man sich auch bewegt. Also da entsteht sowas unmittelbar auf einer individuellen Ebene mit schon fast der ganz physischen Verknüpfung. Und das geht dann aber hoch bis auf eine sehr abstrakte Ebene, die mich bei der Nachhaltigkeitsdebatte immer sehr stark getragen hat, dass man sagt, das, was wir jetzt hier im 21. Jahrhundert erleben, ist ja diese faszinierende Vision, 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, die alle, sagen wir mal, mit diesem gleichen Recht und Selbstanspruch da sind, sich persönlich entfalten zu können, so zu organisieren, dass das in einer Liebe zueinander, miteinander gelingt und ohne, dass die Lebenschancen später Generationen eingeschränkt werden. Das ist ja das Extrapolieren dieser Gerechtigkeitsidee auf einen globalen Maßstab und im Endeffekt sozusagen ja in gewisser Weise das Kulminieren des humanen und humanistischen Potenzials. Ne? Also das, was wir früher in einer Familie denken konnten oder in einer Nation, denken wir jetzt plötzlich als eine globale Gemeinschaft mit jedem anderen Individuum erstmal diesen gleichen Anspruch zuzubilligen und gleichzeitig als Gesamtgesellschaft ökonomisch, technisch in der Lage zu sein, das so zu organisieren, dass das auch innerhalb von ökologischen Grenzen passiert. Das ist ja eine ja schon fast wahnsinnige Utopie, ne? Und wir merken, wie schwierig es in der Umsetzung ist, aber das denken zu können, ne? Und das als Wertkanon zu haben, das ist natürlich eine faszinierende Offenbarung in einer Welt, die vor 80 Jahren sich hier in Europa in Krieg noch gegenübergelegt haben und wo man ja merkt, auch dieses Momentum ist uns als Mensch angelegt, brauchen nur 1500 Kilometer weiter in den Osten zu gehen, ne, wo genau dieses Aschalsche, ne, das Verraten des Humanistischen, ne, in uns in gleicher Brutalität präsent ist, ne, und sich entfalten kann.
Aber dieses Hoffnungsmoment, das dahinter steckt, ne, dass dieses andere im 21. Jahrhundert eine politische Gestaltungskraft entwickelt, das ist natürlich, dann bewegt sich es auf einer sehr übergeordneten, abstrakten Ebene. Ne? Und das Schöne, glaube ich, an der Klima- und Nachhaltigkeitsdebatte ist, dass beides zusammenkommt. Ne? Also so eine metaphysische Achtsamkeit mit einer Achtsamkeit eigentlich im täglichen Gehen, im täglichen Konsumieren. Ne? Ja. Ja, ich finde es auch genial. Ne? Es geht dann bis in die Excel-Datei, die man schreibt. So wie, man schreibt sie so oder so. Und man gestaltet da dieses ganze Große mit. Ja, ja. Ja, da, ja. Und es ist jetzt natürlich dann auch, je nachdem, in welcher Rolle man sich befindet, in so einem gesellschaftlichen Prozess konfiguriert sich das dann ja wieder auch ein Stück neu und anders. Ja, ich meine, jetzt als Wissenschaftler, man ja sehr viel freier ist, unabhängig von ganz konkreten Durchsetzungszwängen, ne, an solchen Visionen zu zeichnen. Also das, was ich ja gerade gemacht habe, ist ja noch sehr dann dem Modus verhaftet, mit dem ich dann als Wissenschaftler unterwegs war. Da kannst du solche Hoffnungssignale setzen. Ne? Das kannst du als Oberbürgermeister auch gelegentlich. Aber wenn ich nur so reden würde, würde ich das Gefühl haben, ja, hier geht es doch handfest darum, die Fußgängerzone geht den Bach runter, ja, und wir haben folgende ganz handfesten sozialen Probleme. Wir haben den doch jetzt nicht gewählt, um irgendwelche metaphysischen Reden über die Zukunft der Erdgemeinschaft zu sprechen. Dann soll jemand bitte im Wuppertal mit seinen 1000 Baustellen, ja, dafür sorgen, dass konkret etwas läuft. Und damit entsteht dann plötzlich die spannende Frage, wie kriegt man all diese faszinierenden Visionen und Hoffnungselemente dann auch so übersetzt, dass sie einen Großteil der Menschen in so einer Stadtgesellschaft, wo sich die meisten um ganz handfeste tägliche Probleme zu kümmern haben, auf so eine Reise mitnehmen. Ne? Weil, ja. Ja. Ne, das, und da ist erstmal eine Achtsamkeit gegenüber Natur und sich Gedanken zu machen, wie man jeden Tag Klima macht, ist für die meisten erstmal unendlich weit weg, weil die ganz andere Probleme haben. Ne? Sagen wir, so unterhält sich da der Künstler mit dem Oberbürgermeister. Was soll der Kram? Ne? Der soll mal hier bitte dafür sorgen. Also, der hat jetzt eine halbe Stunde nichts gemacht. Ja, genau, da hätte er vielleicht schon wieder ganz konkretes Problem in der Stadt lösen können. Ja. Thema Stadtentwicklung und Beteiligungsprozesse. Weil ich viel erlebe, dass, wenn es gelingt, irgendwie wirklich viele Menschen mitzunehmen, zum Beispiel auch diese Menschen, die direkt an den Problemen sind, ne? Also du oder ich, wir sind ja jeder irgendwie mit einem Problem beteiligt. Und ja, also ich habe immer das Gefühl, irgendwie, wir müssten eigentlich noch viel mehr irgendwie diesen Gemeinschaftsprozess gestalten als Träger für Outcomes. Also, dass wenn wir was implementieren, wenn wir Vorhaben haben, dass wir wirklich versuchen, die Intelligenz von jedem, der irgendwie betroffen ist, damit einzubeziehen. Ich meine, das ist ja ein großes Thema. Das spielt ja auch überall, auch gerade in den Städten, eine große Rolle. Wir haben ja hier in Wuppertal durchaus eine Form von Bürgerbeteiligung, sowohl in der Art, wie wir es in der Stadt organisieren, über eine eigene Stabsstelle, die wirklich tolle Arbeit macht, als auch einer sehr hohen zivilgesellschaftlichen Beteiligungskultur. Also es ist ja eine Stadt, die in den letzten 200 Jahren ganz entscheidende Impulse immer wieder auch so ein bürgerschaftliches Engagement erfahren hat. Also wenn man sich die tollen Parkanlagen sich anschaut, das sind Stiftungen von Bürgerinnen und Bürgern gewesen, die dann gesagt haben, für unsere Mitarbeiter in den Unternehmen, dort unten in dem Talachse, müssen wir Erholungsräume schaffen. Ne? Wir nehmen das selber entsprechend in die Hand. Sowas wie eine tolle historische Stadthalle, ne? Die ist von Bürgern gestiftet und gespendet worden. Also dort, das in so einem Bürgertum seine Wurzeln hat und sich bis heute dann in so einem Engagement, wie wir es in der Utopia stattfinden und in vielen anderen Quartiersinitiativen dann auch widerspiegelt. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben sieht, Beteiligung ist mehr als nur irgendwo mitreden, ne, und auch seine Meinung kundtun, weil diese Formen der Beteiligungsprozesse, die sind dann doch oft auch sehr ausschließend, ne? Weil da merkt man, da sind dann immer wieder nur die gleichen, die sich daran beteiligen, während dort, wo es ums gemeinsame Mitmachen geht, gerade auf so einer Quartiers- und sehr handfesten Ebene,
da kannst du viel, viel mehr Menschen mitnehmen, weil die sich dann eben nicht nur mit der Kraft des Wortes und Argumentes einbringen, sondern auch einfach durch die Kraft des Mitgestaltens. Ne? Und das ist, glaube ich, Wuppertal wirklich ein sehr, sehr guter Ort. Ne? Ja, das spürt man auch. Also ich komme ja aus Witten und ja, die anderen Städte, die ich beobachtet habe, irgendwie, wenn ich hierher komme, dann ist es einfach omnipräsent. Das ist gut zu hören. Das ja, ist selber, wenn man selber in der Blase dann da ist, muss man immer aufpassen, dass man sich die Dinge nicht zu schön redet. Aber das ist auch häufiger, das ist schön zu hören, dass ja, das auch von außen auch, so wahrgenommen wird. Ja, ja, ich erzähle immer mit Begeisterung von dem, was hier passiert. Und das sind eben auf allen Ebenen irgendwie die Initiativen, die da stattfinden. Und zwischen den Ebenen hin und her, es ist schon besonders, ja. Vielleicht eine letzte Frage. Was hilft dir, präsent zu sein? Ja, also für mich ist es, sag mal, extrem wichtig durch dieses stark auf fremdbestimmte Momentum. Ne? Also man dann oft durch diese äußere Terminstruktur durch den Tag geschoben zu werden, dass gerade so am Morgen ich mir eine Stunde nehme, durch Sport, durch einfach ein Spazierengehen, in Resonanz zu bleiben. Ne? Weil das ist eben die große Gefahr. Man hat das ja bei vielen dann auch in solchen Ämtern. Du merkst, dass du diese Selbstwahrnehmung irgendwann und auch die Außenwahrnehmung komplett verlierst. Ne? Weil du nur noch sagen, dass du über den Kopf und fremdgesteuert bist. Und diese Resonanzfähigkeit herzustellen, das ist wichtig. Und dann passiert das natürlich jetzt auch in solchen Gesprächen, wie wir sie heute führen. Also ich schon schaue in meinem Terminkalender, immer wieder Gesprächssituationen zu haben, die jetzt nicht nur durch so einen reinen Instrumentalismus und Funktionalismus geprägt sind, sondern wo auch was entstehen kann, was vorher noch nicht klar war, was dann auch entsteht. Ja. Und versuche mal darauf zu achten, wenn ich so auf eine Woche zurückblicke, war das in einem guten Gleichgewicht. Also da... Daher bin ich eigentlich, ich muss sagen, jetzt nach zweieinhalb Jahren, das ist ja also der erste Indikator, gelingt einem das. Da gab es immer wieder Phasen, da war es wirklich schwierig, aber insgesamt bin ich da noch guter Dinge auch für das, was noch kommt. Ja, mir geht es auch so. Ich bin auch einfach mein ganzes Leben schon immer am Kämpfen. Also es braucht irgendwie so richtige, also es, weil das kommt nicht von selber. Ne? Termine, die werden von außen... Da muss man liefern oder da will jemand was von mir, das zieht. Aber dann dieses, also mich selbst oder in mir ein gutes Klima zu schaffen, dass ich resonanzfähig bin, das braucht irgendwie Eigeninitiative. Ne? Ja, das ist merkt so schön auch beschrieben. Total. Ja, genau. Das ist ganz eigene Klima zu machen. Ja, ja. Und dann hoffentlich emergiert dann auch außen irgendwie was Wertvolles. Ja. Lass uns 30 Sekunden in die Kamera einfach schauen. Mhm. Ist das gut? Sehr gut. Einer muss Stopp sagen. Stopp. Das braucht ja ein Standbild dann auch, damit man so ein bisschen, oder soll man wirklich, oder war das jetzt ein Teil der Übung des Gesprächs? Noch nee, also, okay. Nee, das ist total gut. Also, nicht, dass ich das jetzt schon 30 Sekunden denke. Aber wir haben das, ich glaube, mit Thomas Orbach, da ging das los. Und ich glaube, er war das erste oder zweite Gespräch. Klasse. Und dann haben wir eben ganz am Ende nach dem Gespräch kam diese Idee und dann haben wir einfach in die Kamera geschaut. Ach super, und das ist einfach, um dann die beiden Personen, die man denn vorher gehört hat, auch noch jetzt nochmal intensiver frontal ja, als Porträt oder... Ach schön, da gucke ich mir dann mal an, wie das bei den anderen... Ja. Sehr gut. Ja, und manchmal ist es auch einfach schön, eine kurze Ruhe zu haben. Wenn die gerade, klar, wenn das dann solche Assoziationsketten sind, die sich gegenseitig flügeln. Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir.